Verehrte Zuschauer, hier noch einmal Meldungen der Heute-Redaktion. Die ersten DDR-Bürger, die Ende vergangenen Jahres Zuflucht in der Bonner Botschaft in Prag gesucht hatten, durften aus der DDR ausreisen. Das bestätigte der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen Windelen der Bild-Zeitung. Nach Informationen des Blattes handelt es sich um die sogenannten Problemfälle unter den Botschaftsflüchtlingen. Seit vergangenen Oktober hatten sich in der Prager Botschaft der Bundesrepublik zeitweise bis zu 160 DDR-Bürger aufgehalten. Andere suchten in den Bonner Vertretungen in Budapest, Bukarest und Warschau Zuflucht, um ihre Ausreise zu erzwingen. Bundesaußenminister Genscher kommt heute in Moskau mit seinem sowjetischen Kollegen Gromyko zusammen. Dabei will er die Bonner Haltung zu den bevorstehenden Abrüstungsverhandlungen in Genf vorlegen. Vor seiner überraschenden Reise hatte Genscher in einem ZDF-Interview vom Beginn einer neuen Entwicklung in den Ost-West-Beziehungen gesprochen. Die Bundesrepublik habe darin eine wichtige Rolle zu spielen. In Polen treten heute Preiserhöhungen für Lebensmittel in Kraft. Betroffen sind Brot und die meisten Molkereiprodukte. Arbeiterführer Walesa hatte für heute zu Protesten in den Betrieben aufgerufen. Der Streik der britischen Bergarbeiter ist nach fast einem Jahr beendet. Die mehr als 100 Delegierten ihrer Gewerkschaft sprachen sich in London mit knapper Mehrheit dafür aus, die Arbeit wieder aufzunehmen. Vorbedingungen für das Streikende wurden nicht gestellt. Der Arbeitskampf richtete sich gegen Pläne der staatlichen Kohlebehörde, unrentable Zechen zu schließen. Der Passauer Domkapitular Professor Musner ist in Augsburg zum Auftakt der Woche der Brüderlichkeit mit der Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichnet worden. Der Deutsche Koordinierungsrat der christlich-jüdischen Gesellschaften würdigte damit die Verdienste Musners um die Verständigung zwischen beiden Religionen. Die Woche der Brüderlichkeit steht in diesem Jahr unter dem Motto Christen und Juden, Verantwortung für die Zukunft. Zum Schluss die Wetteraussichten. Am Tage im Osten und Süden regnerisch, im Westen und Norden wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern. Höchsttemperaturen 4 bis 10 Grad. Soweit die Meldungen der Heute-Redaktion.